Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge vom Landwirtschaftssimulator 19 hier am Dienstag auf MicroHazard TV. Ich bin der Eiswegel und begrüße euch zusammen mit Heiko. Hallo. Und der sich dann gerade im Kreis dreht, der Bio. Ja, hallo. Ja, wir sind schön, alle da. Ihr beide seht euch auch so ähnlich. Ihr habt beide eine Weste an. Hab beide eine Cappy auf. Ja, nur dass du eine weiße Cappy hast und Heiko eine schwarze Cappy, aber ansonsten. Bei mir steht Bergmann drauf. Cappy. Das ist schön. Es gibt doch wahnsinnig viele Cappys mit Firmen. Jede Firma hat irgendwie ihr eigenes Cappy. Ja. Und so, ich wollte aber Verträge machen. Ich wollte eigentlich euch Baumwolle zeigen. Ich muss mal gucken, ob jetzt einer da ist, weil gestern habe ich dann festgestellt, es ist irgendwie kein Auftrag mit Baumwolle mehr da. Er war plötzlich weg. Kartoffel gibt's. Ich guck gerade, ehrlich. Alter Falter. Bitte? 15.000 meinst du? Ja. Ja, gut. 15.000 für Kartoffeln. Aber es sind auch 3 Hektar. Ernte die erstmal ab. Heiko, wollen wir nehmen? Was? Kartoffeln? Hälfte, Hälfte? Kartoffeln? Was denn? Kartoffeln? Ja, Kartoffeln. Ja. Nee, warte mal. Weil ansonsten kann ich die nämlich zeigen. Wegen Let's Play. Dass ich die Let's Play technisch zeigen kann. Zuerst kommt mal zuerst. Was haben wir denn noch hier? Langweilig. Düngen. Außerdem habe ich keine andere Option, um Geld zu bekommen. Ich auch nicht. Doch, vom Bio. So. Gut, wir haben jetzt einen Kartoffelernteauftrag angenommen. Was hast du jetzt echt genommen, du Sack? Ja, klar, wir haben jetzt genommen. Hey. So, das. Ja, Heiko, was machen wir denn jetzt? Als Mietobjekte haben wir jetzt hier den Europa Kartoffelernter. Ja. Dann haben wir hier 2 Traktoren bekommen. Und noch den dicken Krampekipper. So, der hat Schonbereifung, der hat nicht Schonbereifung. Also zum Ernten muss ich eigentlich den nehmen mit Schonbereifung, weil ansonsten natürlich vorne die Kartoffeln platt machen. Aber ja, schafft der das? Mal gucken, mal gespannt, ob der es überhaupt schafft, mit der Schonbereifung hier die Erntemaschine laufen zu lassen. Brauche ich bei Kartoffeln nicht eigentlich noch einen Krautschläger vorher? Nee, ne? Doch. Oder macht die Europa das von selber hier, die gelbe? Glaube nicht. Warte mal, nee, nicht Rübentechnik. Kartoffeltechnik will ich haben. Kartoffeltechnik? Nein, als Anhänger bitte Kartoffeltechnik. Also, dass sie das unterschieden haben, finde ich oben zwischen Fahrzeuge und Werkzeuge, finde ich ein bisschen doof irgendwie. Und dann guckst du rein, Kartoffeltechnik, siehst du nur das Selbstfahrzeug, ja, und denkst dir so, na, nein, ich wollte den Kipper haben. Also das Anhängeteil, weißt du? So. Mhm. Nein, er braucht keinen Krautschläger, er holt sie direkt aus dem Boden. Okay. Der macht das direkt. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob der kleine Waltra das hier schafft mit der Schonbereifung, ob die Maschine überhaupt zum Laufen zu bringen. 16. So, gucken wir mal. Einmal da aufklappen. Unten. Oh, das ist ein kleines Feld. Scheiße. So, kann ich so einschalten? Ja, ich kann sie einschalten, okay. So, wir haben jetzt zu ernten entsprechend, ich weiß gar nicht, welches Feld das jetzt überhaupt war. Feld 9, das so wahnsinnig klein ist. Oh Gott, das ist so. Das wird das ganze Let's Play dauern, dieses Feld zu ernten. Guck dir mal, wie groß Feld 9 ist. 16, okay, muss ich jetzt weiterkommen. 9. Ach, geht doch noch. Ist fast so groß wie Feld 22. Da habe ich aber mit dem Drescher geerntet. Jetzt muss ich aber mit einem Rübenernter, mit einem Kartoffelernter da ernten. Ja, viel Spaß. Das dauert ja Jahrhunderte. Gut. Aber ich kann ja Heiko engagieren dann als Lohnunternehmer. Ich kann Heiko da weiter ernten. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kann Heiko weitermachen. Achtung, Gegenverkehr, wenn man auch immer wieder entgegenkommt. Boah, Alter! War aber knapp. Oder hast du mich berührt? Nee, ne? Nee.
Nee, ne? Meine ich doch. Das ist wie beim Straßenbahnfahren bei mir. Das ist eigentlich nicht anders. Bin ich eigentlich nicht anders gewöhnt. Da ziehen die auch so knapp vor mir rum, die Leute. Machen die Ich Uni habe mich extra anders. beeilt. Na, extra beeilt. Würdest du ja mal bremsen können und mich durchfahren lassen können vorher. Nee, da habe ich die Zeit nicht für. Ja, eigentlich wollte ich euch, habe ich euch gesagt, ich zeige euch die Baumwolle, weil das ja eine neue Fruchtsorte ist. Leider war der Auftrag jetzt schon weg. Ja, bei Gelegenheit zeige ich euch Verstehe. das. Genau. Wow, jetzt Falsch hoffst gefahren, da hinten ist das Feld 9, Mann, ey. Oh. Oder falsch gefahren, ja. Einmal quer über den Acker fahren, so Feld 17. Perfekt, jetzt geht's los. Gehört ja niemanden. Oh mein Gott, wenn ich dieses Riesenfeld sehe, das soll ich mit dieser kleinen Pissmaschine ernten. Oh Ja, nur Gott. 15.000. Mecker doch nicht. Ja, aber doch, ich mecker. Aber ich habe einen Ja, sehr JCB-Traktor. toll. Ich habe einen Waldhauer und einen JCB-Traktor dafür bekommen. Und ein Krampekipper. Und wo muss der ganze Kram am Ende noch hin? Zum Getreidespeicher Ost. Auch noch quer über die Karte fahren, wenn ich das Ding leer machen muss, den Anhänger. Auch noch schön. Bis unten rechts in der Ecke, ey. Noch mehr Freude. Egal, egal. Ich habe mich für diesen Auftrag entschieden. Genau. Also muss ich jetzt damit leben. Richtig. Und notfalls Ging gibt's wohl nichts Heiko. anderes. Notfalls gibt's Heiko als Lohnunternehmer, dann zahle ich ihm ein paar Tausend und dann ist gut. Keine Reaktion. Was denn, wenn er einen Auftrag kriegt, muss er ihn schon bearbeiten. Muss Ja. nicht. Er Also, muss. ne, kann ablehnen. Weil also die Aufträge aussucht, das ist ja das Schöne bei einem Lohnunternehmer. Ja, wenn er keine Aufträge hat, gibt's nicht viel zum Aussuchen. Das Ja, stimmt schon. aber man muss auch dazu sagen, der Heiko hat auch echt keine Ausgaben, so wirklich außer seine Fahrzeuge. Ja. Das stimmt wohl, ja. So. Also. Wir gehen jetzt hier in den schicken Valtra rein und ja, ich mache ja schon den Motor an, ist ja gut. Bin ja schon dabei. Los, Heiko. Ich bin gerade ein bisschen am Rumtüfteln hier. Am Tüfteln. Ja. Bist du denn? Willst du nicht wissen? Nee, das werdet ihr wissen, wenn ich es durchgezogen habe. Boah, wie ging das Licht hier an? Tastatur. Mit F. F. Ah ja, genau. Sehr schön. So, und B ist. Genau. Ich kann ganze drei Reihen auf einmal ernten. Wahnsinn. Wow. Drei Reihen. Ja. Ich Ich möchte find's gar blöd, nicht dass man zählen. beim Düngen einfach nichts mehr sieht, wo du schon mal gedüngt hast. Das finde ich blöd. Eigentlich sieht man es aber. Nee, so jetzt hier nicht. Um 17 Uhr hat man es gesehen, hier nicht mehr. Das ist mir nämlich bei meinem Feld nämlich auch schon aufgefallen. Oder ist es so schwach, dass mir das nicht auffällt? Weil davor wurde es ja immer dunkel, diese Ja, Ebene in dem genau. vorigen Teil. Das ist jetzt nicht mehr. Kartoffeln ernten. Schön mit Traktor mit Schonbereifung vorne, ne? Ja, wer musste ja nehmen, sonst tust du ja vorne Kartoffeln platt machen. Ja. Das ist ein Scheiß, sage ich, Störer. 3 Hektar, es sind 3 Hektar, Heiko. Alles klar. Ah, gut zu wissen, wenn ich das Rohr ausfahre von dem Teil, ja, Ja. denn erntet er nicht weiter. Also er erntet nur, wenn das Rohr nicht ausgefahren ist. Okay. Also Rohr kann man es hier eigentlich nicht nennen. Ist ja hier eher ein Förderband. Aber. Nee, So. ich habe auch noch ein Privatleben.
Was ist denn jetzt hier los? Ich hab eine Bahn gefahren, Heiko. Yay! Was ist das jetzt hier? Das wird Jahrhunderte dauern. Meinst du? Ja. Meine ich. Dumm, die dumm, die du, du. Verstehe ich jetzt nicht. Was? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe den Auftrag. Vertrag düngen auf Feld 16. Ja. Ja. Dünge das Feld 16 mit beliebigen Dünger. Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Ja. Bin ich eine Bahn abgefahren, dann schreibt mir immer noch 0%. Du musst den Dünger aber erst befüllen, die Maschine, ne? Die ist voll. Die leert sich ja auch. Okay. Was ist das für ein Quatsch wieder? Ist auf dem richtigen Feld? Ja. Ja, ich frag ja nur. Das so. Los. Da wohl keine Rolle, ob ich das weiter oben mache oder unten setze, oder? Hm, keine Ahnung. Kannst du ja anheben und senken, aber das spielt doch keine Rolle. Beim Düngen eigentlich nicht, ne. Das ist ja auch genau das, was ich meinte. Ich habe einfach kein Düngemittel drin, sondern irgendwas anderes. Eis? Ja. Du hast ein Mähwerk, oder? Ja. Dürfte ich mir das mal ausleihen? Warum? Weil ich mal so ein bisschen was zu tun haben möchte. Ich möchte meine Wiese mähen. Ja. Ich will dir das Gras im Anschluss zur Verfügung stellen dann. Irgendwie setzt der immer automatisch wieder den Lohnunternehmerstatus bei dir, Heiko, ne? Den sperrt der irgendwie nicht. Ja. Den wegnehme. Hast du eh schon wieder drin, also. Okay. So, Die hängen aber beide zusammen, ne? Die beiden Mähwerke, also Front und Heck. Die habe ich zusammengekoppelt. Okay. Oh, was ist das? Schwachsinn hier? Oh, bin auch bescheuert. Wieso? Nächste, ey, hätte auch Dünger nehmen sollen und nicht Pflanzenschutzmitteltank. Ah, siehst du? Da war der Fehler. Ja. Und wie kriege ich das jetzt raus? Komplett? Wenn du Glück hast, kannst du es dann neu befüllen einfach. Ohne dass du es. Ansonsten einfach komplett wegspritzen irgendwo. Genau. Nee, ey, ich habe dafür viel Geld ausgegeben. Vielleicht kannst du es ja auf deinem Feld wegspritzen. Wir wissen, dass dieses Unkraut vernichtet. Ja, ich weiß. Ist hier drin. Och Mann, ey. Der Bier das Falsche gekauft. Ja. Nee, hatte ich ja schon drin gehabt, aber ich dachte, ich habe Dünger gekauft. Aber ja. Ich muss sagen, die Beleuchtung der Fahrzeuge bei Nacht ist doch jetzt deutlich heftiger als vorher, muss ich sagen, oder? Ja. Das muss ich auch sagen, finde ich gut so. Also ich ist ja auch so gucke gerade, ich habe gerade mal Licht angemacht am Traktor hier, der knallt auch hinten mit dem Arbeitslicht hinten voll gegen diese Erntemaschine gegen, ja. Ich verstehe, dass ich KI auch Licht anhat. Aber es wird ja auch schon dunkel langsam hier. Ja. 19:55 Uhr. Also bei uns wäre es ja schon dunkel. Tja, das stimmt. Ja, die Winterzeit. Vielleicht habe ich ja Glück und muss nicht das ganze Feld ernten. Weil so ein paar kleine Zipfel kann man ja meistens stehen lassen, damit die Aufgabe trotzdem schon fertig ist. Ja. Kannst du einmal Kreuzung für das Feld fahren, mal gucken, was das da. Na, so will ich jetzt nicht rangehen. Ich bin mal gespannt, ich muss zum Shop fahren. Der zeigt mir jetzt, glaube ich, immer keinen Fortschritt an. Ne? Erst wenn ich doch 3% habe ich jetzt, Heiko. Wer setzt denn hier ständig einen Helfer ein? Ich setze keinen Helfer ein. Nee, ich auch nicht. Helfer F hat die Arbeit. Blö. Na, wenn du die Meldung kriegst, musst du den Helfer haben. Aber ich habe doch gar keinen Helfer. Sollte ich denn den Helfer haben? Keine Ahnung.
Weil ich krieg keine Meldung über einen Helfer. Ich auch nicht. Ich krieg nochmal wieder die Meldung, dass bei den Eiern angeblich kein Platz ist zum Palette platzieren. Ich liebe Bugs. Also im schlimmsten Fall, Heike, habe ich jetzt die aber eigentlich wäre es ja trotzdem, den Stall, Hühnerstall so blöd platziert, dass er keinen Platz hat, die Palette zu platzieren, ne? Weil ich kann ja gerade mal kurz gucken hier, ich bin ja gerade bei dir. So, Schafe, Hühner bei, bei den Schafen Fall. Müsste eine Palette sein, bei den Schafen schon. Ja, da steht eine Palette. Hm. Hier mal eben zu den Hühnern. Wo ist denn da der Trigger? Ich glaube vorne, zum Haus hin. Da wo die Tür auch ist quasi. Also rein theoretisch kannst du sie gar nicht scheiße platziert haben, weil da ist ringsherum Platz. Naja. Aber ich krieg ständig die Meldung, dass er keinen Platz hat, aber das zu platzieren. Hm. Hier Hühnerfutter auf dem Boden. Nö, aber bei Hühnern ist keine Palette. Naja, deswegen, das wundert mich nämlich. Er setzt nämlich keine Palette hin die ganze Zeit. Ah, oh, okay. Okay, ich mach wieder mit dem Mavic mal auf den Weg zu mir. So, ich bin gerade mal 4 Bahnen gefahren, Heike, und das liegt ist voll, ne? Ach du Schande. Ah, man kriegt das richtig gelehrt, indem du die Taste I einfach drückst. Dann stellt er nämlich die Fässer wieder neu hin. Ah, das ist ja auch geil. Du kannst es also wieder abtanken und dann stellt er die wieder genau. Im Fass hin, ja? Das ist ja cool. Genau. Das ging beim 17er noch nicht, ne? Nee. Das ging beim 17er definitiv noch nicht. Ach, ich muss das hier anders hinstellen. Jetzt habe ich noch Dünger mit dran. Ja, wir lesen vom Schlammportal. Ja. So, aber die Folge ist doch schon wieder lange zu Ende. Ja? Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Wenn ihr mögt, schaltet wieder ein. Wir verabschieden uns bis dahin von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Restdienstag und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.